Ich vergesse, Briefe zu öffnen. Dann steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Ich vergesse, Tüten auszuräumen. Es ist die Wohnung vermüllt, eine Mäuseplage. Es war das absolute Chaos. Ich habe mir Haare rausgerissen. Ich habe mich gebissen. Ich habe einfach diesen Schmerz, der in mir drin war, der aber nicht rauskam, weil ich nicht fähig war zu weinen. Den habe ich anders ausgedrückt, indem ich mich selber verletzt habe. Das Leben überfordert Gabriele Unger. Erst die Scheidung, dann allein mit 3 Kindern. Sie versucht zu funktionieren, aber Stück für Stück entgleitet ihr die Kontrolle. Die Schatten der Vergangenheit lassen sie nicht mehr los. Das innere Chaos wird auch nach außen immer sichtbarer. Gabi wird zum Messi und verwahrlost. Willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Gabi. Hallo Markus. Hast du geahnt, dass da was nicht stimmt oder gemerkt, dass du ein Messi bist? Am Anfang nicht. Das wurde erst offenbar, als ich mein Haus verkaufen musste und Leute mir geholfen haben, den Haushalt aufzulösen. Da kam das ganze Chaos zum Vorschein. Und mittendrin in dieser Zeit, das waren ja einige Jahre, hast du dann mal so Momente gehabt, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht? Ja, das habe ich wirklich gemerkt. Und zwar gab es zum Beispiel Situationen, dass ich einkaufen war und bin nach Hause gekommen und habe die Tasche in der Küche auf den Boden gestellt und dann habe ich sie vergessen. Und nach einer Woche habe ich gedacht, oh, wo kommen denn hier die ganzen Fliegen und Maden her, und habe gesehen, ich habe vergessen, die Tasche auszuräumen. Ja. Und das ist mir immer wieder passiert. Und die Tasche war dann, die war wie ausgeblendet, als ob ich nie einkaufen gewesen wäre. Und das waren so Anhaltspunkte. Das war dann wahrscheinlich überall im ganzen Haus auch so, ne? Dass es so Orte gab, die du gar nicht so wahrgenommen hast? Es waren Orte, die ich schon wahrgenommen habe, wo ich dann auch immer wieder dran gegangen bin, um aufzuräumen und Ordnung zu schaffen. Aber das war ein Teufelskreis. Das hörte nie auf, ja. Und irgendwann habe ich gedacht, steht der Hund war drup. Du hast in dieser Zeit auch als Krankenschwester gearbeitet. Das heißt, das Haus alleine, die Kinder und dann als Krankenschwester. Wie hast du das geschafft? Gar nicht. Das habe ich gar nicht geschafft. Es war einfach, ich habe als Krankenschwester sehr gut gearbeitet. Das ist mir auch immer wieder reflektiert worden. Aber als Mutter und als Hausfrau habe ich das nicht geschafft. Da war ich völlig überfordert. Das heißt, die Kraft war irgendwie aufgebraucht am Ende. Ja, genau. Wie fing das denn an, dass du irgendwie diese Kontrolle verloren hattest und am Ende dich hast gehen lassen und gesagt hast, shit drauf? Das fing nach der Trennung von meinem Ex-Mann an. Mein Ex-Mann war Christ, so wie ich. Und er ist nach 12 Jahren, hat er sich noch eine Freundin zugelegt. Und das habe ich nach einem Jahr mitbekommen, hat er mir das gesagt. Und ich habe ihm dann, ich bin ein Jahr, habe ich das mitgemacht, habe gedacht, komm, wir kriegen das auf die Reihe, wir machen eine Ehetherapie, wir gehen zusammen in Seelsorge und so weiter und so fort. Aber jedes Mal, wenn ein Termin anstand, ist mein Ex-Mann krank geworden. Und zwar psychosomatisch, ja. Er ist dann kollabiert. Ich habe einen Notarzt geholt, weil ich dachte, der hat einen Herzinfarkt. Der Notarzt kam, hat ihn untersucht, hat ein EKG gemacht, war alles in Ordnung. Kaum hatte ich den Termin abgesagt, war er wieder gesund. Also es war wirklich die Psyche. Er wollte nicht ans Eingemachte. Ja, genau. Ihr wart Christen. Ja. Hat dir das Kraft gegeben, dieser Glaube an Gott in dieser Zeit? Oder wie würdest du das beschreiben? Der hat mir sehr viel Kraft gegeben. Ja. Er hat mir sehr viel Kraft gegeben. Ich habe sehr viel in der Bibel gelesen. Ich bin morgens um 5 aufgestanden und habe erstmal eine Stunde gebetet und in der Bibel gelesen. Und irgendwann war aber die Kraft zu Ende. Irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, hör zu, du musst dich entscheiden. Entweder sie oder ich, aber beide kannst du nicht haben. Aber Kraft von Gott hat dir das irgendwie nicht gegeben, nicht bekommen, hast nicht bekommen. Es hat mir Kraft gegeben, weil ich wusste, dass ich beten kann. Das hat mir Kraft gegeben. Ja. Ja. Aber es hat nicht so weit gereicht, dass ich nicht abgestürzt wäre. Wer war denn Gott für dich in dieser Zeit, wenn du sagst, ich habe das zwar gemacht, aber irgendwie kam da nichts von ihm? Gott war für mich
Gott war für mich eine Person oder ein Wesen, mit dem ich zwar sprechen konnte, das aber nicht geantwortet hat. Also er war einfach nur da? Er war einfach nur da, ja. Ich habe mit ihm gesprochen, aber ich habe irgendwie keine Antwort bekommen, mhm. Ja. Deine Situation wurde ja immer schlimmer. Die Scheidung kam, ja. Und dir ging es immer schlechter. Ja. Was hast du dann alles durchgemacht? Ich habe sehr viele Albträume gehabt. Was waren das für Träume? Das waren Träume sexueller Art. Ich habe geträumt, dass ich meine Kinder sexuell missbrauche. Und diese Träume waren so schlimm, dass ich am nächsten Tag Angst hatte, meine Kinder in den Arm zu nehmen, weil ich dachte, ich werde übergriffig. Mhm. Ja? Und diese Albträume wurden immer schlimmer. Es hat Nächte gegeben, wo ich Angst hatte, ins Bett zu gehen, weil ich wusste, dass diese Träume kommen, die ich aber nicht abschütteln kann. Wo ich auch keine Macht habe, dagegen aufzustehen. Die waren einfach da. Und das wurde immer schlimmer. Das wurde so schlimm, wie gesagt, dass ich Angst hatte, meine Tochter oder meine Söhne in den Arm zu nehmen, weil ich Angst hatte, ich tue denen was an, was nie wieder gut zu machen ist. Nie wieder. Und dazu kam, dass ich absolut sexsüchtig war. Ja? Das hört sich schlimm an und es war wirklich sehr schlimm. Ja? Ich habe keinem Mann gegenüber sitzen können, ohne irgendwelche Gedanken zu haben, die nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Ja? Ich habe Angst gehabt, einem Mann die Hand zu geben, weil ich dachte, wenn der nicht bei 3 auf dem Baum ist, dann ist er fällig. Und es hat mich so umgetrieben, dass ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Das heißt, es waren nicht nur die Träume, sondern es war auch noch Sexsucht? Ja, genau, ja. War so ein weiterer Baustein, der dich... Ein weiterer Baustein, ja. Gab es noch andere Dinge, die dich runtergezogen haben? Es waren Suizidgedanken. Ich stand oft auf dem Balkon im 4. Stock und habe überlegt, ob ich da jetzt runterspringe oder ob ich mich vor die Stadtbahn werfe. Ich habe mich selber verletzt, ich habe mir Haare rausgerissen, ich habe mich gebissen, ich habe mich gekniffen. Ich habe einfach diesen Schmerz, der in mir drin war, der aber nicht rauskam, weil ich nicht fähig war zu weinen. Den habe ich anders ausgedrückt, indem ich mich selber verletzt habe. Ja. Und diese ganzen Dinge haben dich so kaputt gemacht, dass es nicht mehr weiterging. Genau. Hast du dich mal auf die Suche gemacht, zu verstehen, woher zum Beispiel diese Verhaltensweisen kommen oder diese Träume kommen? Ich habe gewusst, woher die Träume kommen, weil ich das selber als junge Frau erlebt habe. Ich bin als junge Frau über 4 Jahre missbraucht worden. Ja. Und es war mir immer präsent. Ja. Gab es jemanden, der dir helfen, mit dem du darüber reden konntest, mit dem, der dir geholfen hat? Nein, da war niemand. Es wurde zwar aufgedeckt, aber da fand keine Hilfe statt. Das heißt, es wurde aufgedeckt und man hat dich allein gelassen? Kann man so sagen, ja. Hast du das die ganzen Jahre mit dir rumgetragen? Ich habe das die ganzen Jahre rumgetragen. Ich habe das die ganzen Jahre präsent vor Augen gehabt und zwar jede einzelne Situation. Jede. Wie hast du das überlebt? Ich habe mir Hobbys gesucht. Ich habe zum Beispiel, ich war viel mehr draußen als zu Hause. Ja, ich habe angefangen zu töpfern, ich habe irgendwelche Sachen gemacht, um einfach der Situation zu Hause zu entfliehen. Irgendwann sagte mir mal jemand, du warst ständig auf der Flucht. Vor dem, was stimmt. Ja, und das war so. Ich war auf der Flucht. Ja. Ja. Dann hast du geheiratet? Mhm. Hast 3 Kinder bekommen? Mhm. Dann war die Scheidung. Und die ganze Zeit hindurch warst du Christ? Ja, ich war die ganze Zeit hindurch Christ. Hast du Gott nicht vorgeworfen, dass er dir nicht geholfen hat damals? Nee, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Ja, ich habe zwar gewusst, dass Gott immer und überall da ist und dass er das Ganze auch mitbekommen hat, das war mir schon bewusst, aber ich hätte mir nie getraut, Gott da anzuklagen, gar nicht.
Ja. Und helfen konnte dir dein Glaube auch nicht, oder? Mein Glaube hat mir insofern geholfen, dass ich irgendwann angefangen habe, in Seelsorge zu gehen, um das Ganze mal anzufangen, aufzuarbeiten. Mhm. Ja? Aber es gab eine Zeit, nachdem ich das eine Haus verkauft hatte, dann in eine andere Wohnung gezogen bin, und da war dieses Theater genau das Gleiche, ja, mit Messi, mit ich vergesse Briefe zu öffnen, dann steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür, ich vergesse Tüten auszuräumen, es die Wohnung vermüllt, eine Mäuseplage, es war das absolute Chaos. Und irgendwann waren meine Kinder ausgezogen. Mein ältester Sohn war bei der Bundeswehr, meine Tochter nach Tübingen zum Studieren und mein jüngster Sohn war auf der Straße. Da ist mit 16 von zu Hause abgehauen. Und ich bin von einem Wochenende nach Hause gekommen. Meine Tochter war an dem Wochenende nach Tübingen gezogen, hatte mir noch eine wunderschöne Sonnenblume hingestellt und so belgische Nougat-Pralinen als Abschiedsgeschenk, und ich komme in die Wohnung rein und sehe das und breche in der Wohnung zusammen. Auf die Knie. Es ging nicht mehr. Es ging nicht. Ich war, als ob jemand unter mir die Erde aufreißt. Ja? Und ich habe es nur noch geschafft, unter die Dusche zu gehen. Irgendwie bin ich unter die Dusche gekommen, habe mich geduscht, habe nur noch geschrien. Hab eine Freundin angerufen, du musst kommen, du musst mir helfen, ich habe einen Zusammenbruch, du musst mich abtrocknen, du musst mich anziehen, die war eine Kollegin von mir, ich muss sofort zum Psychiater. Du hast dich selbst eingewiesen in die Psychiatrie? Ich habe mich selber eingewiesen in die Psychiatrie. Es ging nicht mehr. Eigentlich haben die Belastungen doch jetzt abgenommen. Und das war der Punkt, wo es einfach... Ja, genau. Wo du zusammengebrochen bist. Ja. Mhm. Wie war das in dieser Psychiatrie? Ambulant oder? Nee, das war stationär. Ich war stationär 6 Wochen in der Psychiatrie in Nürtingen. Und das war für mich wie, ich kann mich endlich um mich selber kümmern. Ich habe keine Verantwortung mehr. Ich kann mich endlich um mich selber kümmern. Was war die Diagnose, die man? Die Diagnose war posttraumatische Belastungsstörung, suizidale Gedanken, autoaggressives Verhalten und starke Depressionen. Das heißt, du hast dich selbst verletzt? Du hast mit dem Gedanken gespielt, dich umzubringen? Ja, das war so. Schwerste Depression. Ja. Mhm. Was war die Behandlung? Die Behandlung waren Medikamente. Ja, ich weiß nicht mal genau, welche Psychopharmaka das waren. Ich weiß nur, die Nebenwirkungen waren furchtbar, weil ich hatte immer Hunger. Also diese Psychopharmaka haben das Sättigungsgefühl gedämpft, und ich bin vom Mittagstisch aufgestanden und ich hatte Hunger. Ich habe die ganze Zeit gegessen. Ich habe in der Zeit 20 Kilo zugenommen. Mhm. Ja. Aber ich hatte mal Ruhe. Ich konnte mal anfangen nachzudenken. Und nach circa 4 Wochen kamen Leute aus meiner Gemeinde, die haben mich besucht. Und die haben zu mir gesagt, Gabi, wir haben für dich eine Anlaufstelle. Und zwar das Haus Tabor in der Nähe von Sigmaringen bei Engelswies. Das heißt, du wusstest, wenn du mit der Psychiatrie fertig bist, nach ein paar Wochen? Ja, kann ich dahin. Okay. Wie lange war die Therapie? Die Therapie ging 1,5 Jahre. Was hast du da gemacht oder wie hast du da gelebt? Ich habe in einer Wohngemeinschaft gelebt. Wir hatten einen regelmäßigen Tagesablauf. Das begann morgens um 7:30 mit Frühstücken im großen Gemeinderaum, Gemeinschaftsraum. Dann sind wir in die Kapelle gegangen, hatten dort einen kleinen Gottesdienst. Dann ging man an seine Arbeitsstelle. Jeder hatte einen bestimmten Arbeitsplatz, den er ausfüllen durfte oder musste. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, langsam zu arbeiten. Weil in der Zeit, als ich als Krankenschwester gearbeitet habe, war ich immer unter Druck. Mhm. Ja? Das hatte nichts mit der Arbeit, mit dem Arbeitsplatz zu tun, den ich hatte, sondern einfach mit dem kompletten Leben. Mit dem kompletten Leben, genau. Ja. Hast du dein Leben dort ordnen können? Ja. Also du hast die Arbeit geordnet, du hast deinen Rhythmus reinbekommen? Ja. Bist du auch mit den Seelsorgern durch deine Vergangenheit gegangen? Ja. Durch die ganzen... Situation? Mhm,
Genau. Ja, das habe ich gemacht. Wie war das für dich? Also am Anfang, ich kann mich noch sehr genau erinnern an den ersten Tag, als ich dort war. Das war ein nebelverhangener Herbsttag. Der Himmel war ganz grau, ganz zu, und ich stehe auf dem Balkon und sage zu Gott, eigentlich will ich gar nicht hier sein. Eigentlich will ich wieder nach Hause. Und in dem Augenblick, wo ich das zu Gott sage, reißt der Himmel auf und ein riesengroßes blaues Herz erscheint. Und da habe ich gewusst, Gott ist hier. Und Gott will, dass ich hier bleibe. Und Gott will, dass ich hier gesund werde. Und das hat mir Kraft gegeben. Das heißt, du hast auch Gott dort erlebt? Ja, ich habe Gott sehr oft dort erlebt. Sehr oft. Und dieses Bearbeiten deiner Vergangenheit, konnten die Wunden heilen? Es hat lange gebraucht. Es hat lange gebraucht, weil diese Albträume, die waren immer noch da. Ja? Und in diesen Albträumen war das, was ich erlebt habe, noch viel schlimmer als in der Wirklichkeit. Ja, das war aber auch im Zusammenhang mit den Medikamenten, die ich damals genommen habe. Ja, wovon auch mein Hausarzt damals sagte, Gabi, du wirst diese Medikamente bis an dein Lebensende nehmen müssen. Und ich nehme keine Medikamente mehr. Mhm. Also zumindest keine, die in meine Psyche eingreifen. Ich nehme andere Medikamente, die eine andere Krankheit behandeln, die aber damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Das heißt, du bist so psychisch gesund geworden, dass du keine Medikamente brauchst? Ja, ich brauche keine Antidepressiva mehr. Das heißt, in diesen Prozessen, wo du dich mit deiner Vergangenheit beschäftigt hast, ist was passiert? Passiert ist, dass ich der Person, die mich missbraucht hat, dass ich der vergeben konnte. Und durch diese Vergebung, die ich immer wieder aussprechen musste, weil die Erinnerung kam immer wieder, es kam immer mehr hoch, ja, diese Vergebung war für mich äußerst wichtig, weil es eine Passage gibt. Es gibt eine Passage im Vater Unser und die heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und es war mir wichtig, von Gott Vergebung zu erfahren, weil ich selber sehr viel Mist gebaut habe und von Gott schuldig geworden bin. Hast du Gott erlebt, wie er gesagt hat, ich vergebe dir? Ja, das habe ich einmal erlebt. Ich habe das einmal erlebt, und zwar hatte ich eine Lieblingssünde, auf die ich nicht gerne näher eingehen möchte. Aber ich hatte Gott irgendwann versprochen, ich mache es nie wieder. Und dann ist es doch passiert. Und dann bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, es tut mir wirklich unendlich leid, von Herzen leid. Und ich habe mein Versprechen gebrochen. Und ich will nur eins von dir wissen, liebst du mich immer noch? Und ich hatte in meinem Schlafzimmer meine Bibel liegen, die lag auf dem Schreibtisch. Und die Bibel war geschlossen. Ja? Und ich sagte zu Gott, ich muss von dir wissen, liebst du mich immer noch? Obwohl ich dieses Versprechen gebrochen habe. Und habe die Bibel aufgeschlagen und lese, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und da habe ich gewusst, Gott hat mir vergeben und Gott liebt mich immer noch. Das heißt, Gott hat jetzt geantwortet? Ja. Wo er so viele Jahre doch nicht, sich nicht gemeldet hat? Ja. Wer ist denn Gott heute für dich? Gott ist heute für mich mein Papa. Und das heißt? Das heißt, egal welchen Bockmist ich auch heute noch anstelle, ja, ich kann immer zu ihm kommen. Er hört mir immer zu. Er ist immer für mich da. Und er steht immer hinter mir. Ja? Das heißt nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Und ich bemühe mich, so gut ich es kann, in Gottes Wegen zu leben. Aber wenn ich mal daneben tappe, dann weiß ich, er ist da und er sagt, komm Gabi, es ist vergeben. Jesus ist dafür gestorben. Ich vergebe dir, alles gut, wir fangen von vorne an. Was macht heute deinen Wert aus? Meinen Wert macht heute aus, dass ich Gottes geliebte Tochter bin. Und das weiß ich, das hat er mir zugesagt. Wie hat er das gemacht?
bei mir in der Gemeinde gibt es eine Frau, die bestimmt 3 oder 4 Jahre lang jeden Sonntagmorgen, wenn Gottesdienst anfing, kam sie auf mich zu und sagte: Guten Morgen, du geliebte Tochter des Allerhöchsten. Jeden Sonntag, den Gott werden ließ. Und ich habe immer gedacht, jo, erzähl du mir einen, ne? Und das war bei mir so, als ob ich einen Regenmantel anhätte. Und immer wenn sie das aussprach, ist es an mir abgeflatscht, weil ich konnte das nicht annehmen. Mhm. Ja? Aber irgendwann, man sagt ja, steter Tropfen höhlt den Stein. Und genau so war es. Und irgendwann hat es Klack gemacht. Und ich habe gewusst, das, was diese Frau über mir ausspricht, das ist Tatsache, weil das steht in Gottes Wort. Er spricht mir das zu, er spricht mir das jeden Sonntagmorgen zu, solange bis ich es glaube. Das heißt, der Gott hat sich über diese Frau bei dir gemeldet? Jawohl, genau so war das, ja. Was war das für ein Moment, als du begriffen hast? Das kann ich nicht beschreiben. Das war, ich hab mich gesehen wie eine Prinzessin. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Situation. Da saß ich im Wohnzimmer, damals konnte ich noch knien, kann ich heute nicht mehr. Da kniete ich im Wohnzimmer auf dem Boden und Gott sagt zu mir, setz deine Krone auf. Und dann habe ich diese imaginäre Krone genommen und habe sie mir auf den Kopf gesetzt. Und ich habe gewusst, ich bin eine Tochter des Allerhöchsten, ich bin eine Prinzessin. Und das bin ich heute noch und das sieht man. Woran merkst du, dass du heil geworden bist? Ich merke es zum Beispiel daran, dass es mir Spaß macht, mich zu schminken. Ich hatte Jahre, in denen es mir sowas von egal war, wie ich aussehe. Ob die Haare kurz oder lang, rot, braun, blond, kariert waren, das war völlig egal. Ob ich geschminkt war oder nicht, war egal. Ob ich mir die Zähne geputzt hatte oder nicht, war egal. Ob ich mich gewaschen hatte oder nicht, war egal. Und dann kam eine Frau in mein Leben, die mir gezeigt hat, wie schön ich bin. Die mir gezeigt hat, dass ich mich schön machen kann. Dass ich aus mich der Nachbarschaft, oder? Nein, aus meiner Gemeinde. Aus meiner Gemeinde. Die selber Kosmetikerin ist und die mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat. Die mir gezeigt hat, wie man sich schminkt. Die mir einfach auch die mir das wiedergespiegelt hat, ja, so. Und heute macht es mir Spaß, mich zu schminken und meine Haare zu stylen und tolle Klamotten anzuziehen und ein Kleid zu tragen, das nicht runtergeht bis zu den Knöcheln, sondern bis zum Knie, wo ich Bein zeigen kann. Und ich habe schöne Beine. Als du damals aus dieser Therapie, aus der Langzeittherapie nach Hause gekommen bist, gab es ein Zuhause für dich oder was kam dann? Ja, es gab ein Zuhause für mich. Ich habe eine Wohnung gefunden. Ich hatte vorher meine gesamte Wohnung ist komplett aufgelöst. Es war nichts mehr da. Und Gott hat mich mit allem versorgt, was ich brauchte. Ich bekam eine neue Küche. Ich bekam ein neues Schlafzimmer. Ich wurde beschenkt ohne Ende. Das kann ich gar nicht erzählen, wie das war. Es war, als ob Gott den Himmel aufreißt und mal eben so eine Packung über mich drüber kippt und sagt, so Mädchen, jetzt fangen wir von vorne an und zusammen kriegen wir das in den Griff. Und genau so war es. Hast du einen Lieblingsplatz zu Hause? Ja, ich habe einen Lieblingsplatz zu Hause. Ich habe eine sehr große Wohnküche mit einem riesengroßen Tisch, der ist zweimal so groß wie der hier. Der ist 200 Jahre alt. Ich stehe auf antike Möbel. Und in dieser Küche sitze ich viele, viele Stunden lang mit meinen Malsachen und male. Und da fühle ich mich wohl. Ist die Küche aufgeräumt? Die Küche ist meistens aufgeräumt. Die Küche ist abends nicht aufgeräumt, weil ich bin abends einfach zu müde, das zu tun. Aber bevor ich morgens aus dem Haus gehe zu meiner Arbeit, ist diese Küche aufgeräumt und alles andere auch. Und du bist dir sicher, dass das nicht mehr passieren kann, dass du ein Messi wirst? Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass Gott immer da ist und dass er mir immer wieder aufhilft. Das weiß ich.
Er ist da, wenn ich schlafe, er ist da, wenn ich aufwache, er ist da, wenn ich frühstücke, wenn ich Fernseh schaue, wenn ich male. Ich kann immer mit ihm reden. Manchmal denke ich, meine Nachbarn, weil ich wohne ja alleine in meiner Wohnung, ne? Dann denke ich, die Frau Unger, die redet wieder mit sich selber. Nein, die Frau Unger redet nicht mit sich selber. Die Frau Unger redet mit Jesus, redet mit Gott, ihrem besten Freund. Ja. Danke dir. Danke dir, dass du von dieser Lebenskraft sprühst. Dankeschön. Schön, dass du heute hier warst. Bitteschön. Gabriele Unger hat erlebt, dass mit Gottes Hilfe ihre tiefen seelischen Wunden heilen konnten. Trägst du auch Dinge mit dir herum, die dich schwer belasten? Dann möchten wir dir Mut machen, dir Hilfe zu holen. Bei Menschen und bei Gott. Es gibt immer Hoffnung. Wenn du Fragen zum Thema Gott und Glauben hast, kannst du uns gerne eine Mail schreiben oder unter diesem Video kommentieren. Wir versuchen dir zu helfen. Und wenn du noch mehr mutmachende Geschichten von Menschen und Gott sehen möchtest, findest du die auf unserem Kanal. Also Abo dalassen und bis gleich.